Die Hauptstraße 42 in Mauer ist eine gute Adresse, wenn es um Heizung, Lüftung, Sanitär und Solar geht. Seit 1991 bedient dort Johann Gibitzberger die Nachfrage nach Lösungen im Bereich Installationen und liefert kompetent hohe Qualität. Wir haben die Firma Kableiten übernommen, die ist seit 1959 hier an dem Standort. Und mein Vater hat dann die Firma kurz geführt, hat sich dann aber selbstständig gemacht in Stephanshardt. Das ist unser zweiter Standort. Die Firmen sind dann parallel gelaufen und seit 2009 bin ich da wieder in Mauer und habe die Firma übernommen. Und jetzt ist die Hauptfirma in Mauer und die Filiale ist in Stephanshardt. Die Lösungen im Bereich Installationen richten sich dabei an eine breite Zielgruppe. Wir haben hauptsächlich, also viel Private, aber auch Gemeinden, also Volksschulen und Gemeindebauten eben und landwirtschaftliche Betriebe mit Biomasseanlagen, Hochschnitzelheizungen. Die Referenzen sprechen ebenfalls für Qualitätsbewusstsein und ein ausgezeichnetes Kundenservice. Bildzeile haben wir eigentlich alles gemacht. Da haben wir, glaube ich, 17 Heizungsgruppen gehabt, die wir eben aufgebaut haben. Und ganze Fußbodenheizung ist über den Eichkammer. Das war ein Projekt, das hat sich über mehr als 2 Jahre gezogen. Also das war schon ein großes Projekt für uns. Und da haben wir die ganzen WC-Anlagen, Pissoir, Waschtische überall erneuert. Gesteigertes Umweltbewusstsein und eine Vielzahl innovativer Produktneuheiten haben in den letzten Jahren entscheidende Veränderungen im Installationsbereich gebracht. Die Familie Gibitzberger hat die Herausforderungen angenommen und ist nun gemeinsam mit den professionellen Zulieferpartnern in der Lage, neueste Technologien, Qualitätsprodukte, eine persönliche Beratung und ein flexibles Service anzubieten. Die Fußbodenheizung jetzt in der neuen Zeit natürlich und natürlich schöne Bäder. Und was auch immer mehr wird, jetzt auch die Entkalkungsanlagen für die Wasserinstallation, dass eben die Verschmutzung weniger wird in die Leitungen und auch in die Bodenarmaturen. Wenn man dann ein schönes Bad macht, dann sollte es natürlich ein bisschen vom Reinigen besser werden. Ne? Die Entkalkungsanlagen haben wir vom BWT und die Filter für die Wasserinstallationen und die Heizungsfüllung und auch die ganzen Absperrarmaturen, die jeder kennt, wo man halt die Wasser abdrehen kann. Unter anderem ist es das Thema Biowärme, um das sich der Installationsbetrieb angenommen hat. Da muss man halt ein paar Schulungen machen und sich im Auskennen am Biomasse-Sektor, also sprich an die Heizanlagen für Biomasse, sprich Stückholz, Hockgut und Pellets. Moderne Heizungsanlagen für biogene Stoffe erfordern neben einer langjährigen Berufserfahrung den Einsatz modernster Systeme für eine optimale und effiziente Heizung des Wohnbereichs. Mit der Zertifizierung als Biowärmeinstallateur werden Fachkenntnisse, aber auch Engagement gegenüber Natur und Umwelt signalisiert, eines, das zum Beispiel in der Volksschule umgesetzt wurde. Ja, da sind wir jetzt gerade dabei. Da haben wir jetzt gerade eine große Hochschnitzelheizung eingebaut mit 200 kW, die eben die bestehende Volksschule beheizt. Da ist auch eine Lüftungsanlage reingekommen und dann natürlich die Sanitärausstattungen neu. Der Kindergarten wird jetzt gerade neu aufgebaut und da wird dann nächstes Jahr im Frühjahr, Winter eben das ganze Jahr wieder neu gebaut, dass die Kinder dann wieder einen optimalen Standard haben. Wenn man bedenkt, dass mit durchschnittlich 25 Jahren Nutzungsdauer das Badezimmer zu den aufwendigsten und umfangreichsten Räumen in Sachen Planung oder auch Renovierung zählt, braucht es gute Partner, um eine langlebige Qualität an den Kunden zu liefern. Wir sind ein Haarreiter-Partner, das ist ja nicht jeder Installateur, der sucht sich auch Installateure aus. Dass eben die ganzen Produkte, was die Firma Haarreiter hat, sprich die Fußbodenheizung Eurowall oder die Wandheizung Heidiam. Jetzt seit ein paar Jahren auch die Kühldecke, die eigentlich da auch immer wichtiger wird, weil es eben die Sommer immer heißer werden und die Kühlungen auch im Privatbereich immer mehr wird. Zudem braucht es ein genauso gutes Team, um die Kundenwünsche optimal umzusetzen. Ich bin sehr stolz auf meine Mitarbeiter, weil die sind sehr eigenständig. Ich bin eigentlich nur da, dass ich ein wenig drüber schaue und sage, ja, das und so machen wir es. Wenn es dann Fragen gibt, reden sie sich und schauen wir sie das an und machen wir das Ganze. Aber da sind sie sehr eigenständig und auch sehr gute Monteure, muss man sagen. Und das taugt mir persönlich auch sehr gut.